Schau, Emily, da ist ein Hund. Wie macht der? Bau, bau. Bau, bau. Genau. Und die Katze? Mau, mau. Mau, mau. Super. Und das Auto? Tüt, tüt. Tüt, tüt. Spitze. Hallo ihr zwei. Und was macht ihr so? Ein wenig Buch schauen. Und wie geht's dir so? Oh, nicht besser. Die Bauchschmerzen werden immer fester. Es wäre mir ganz lieb, du würdest sie mir abnehmen. Ja, natürlich. Warte, ich komm schon. So, hier, schau. Geh zum Papa. Hallo, Mäuschen. Komm, Emily. Gehst du mit Papa spielen? Ja. Papa. Ja, was willst du denn spielen? Ball. Puppe. Ja, super. Ja, spielen wir. Ich werde mich jetzt mal hinlegen gehen. Ja, wenn was ist, dann schreist mir einfach. Hier, kannst du das Buch abnehmen? Ja, ich nehme es, dann schaue ich vielleicht noch weiter mit dir. Dankeschön. Tisch. Mama. Schau mal, Emily, was ist denn in deiner Kiste drin? Oh, schau, da ist eine Puppe. Und dein Bär. Oh, mit was spielen wir denn? Puppe. Okay, mit dem spielen. Oje, oje, das wird ja gar nicht besser. Vielleicht in die Richtung oder so? Auch nicht. Oh, dann setze ich mich mal hin. Ach Mensch. Hey Marie, und wie geht's dir? Schon besser oder noch gar nicht? Oh nein, ich konnte mich gar nicht ausruhen. Es tut immer mehr weh. Sollen wir vielleicht einen Arzt anrufen? Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ja, warte, ich hole gleich das Telefon und rufe ihn an. Falsche Richtung, du musst zu Emily. Oh, ja, Entschuldigung. Hallo Mäuschen, alles gut bei dir? Ja. Ja, Spitze. Spielst du ein bisschen weiter, der Papa muss ganz kurz telefonieren. Ja, grüß Gott, hier Familie Lieblich. Bei meiner Frau haben wahrscheinlich die Wehen eingesetzt und ich wollte fragen, ob sie vorbeischauen könnten. Ja, genau, das ist unsere Adresse. Ja, Spitze. Danke, bis gleich. Grüß Gott, Frau Lieblich. Und wie geht es Ihnen heute? Oh, auch gar nicht gut. Die Bauchschmerzen sind so stark. Denken Sie schon an Wehen oder denken Sie, es sind nur Bauchkrämpfe? Ich glaube, das sind definitiv Wehen. Ja, dann komme ich mal zu Ihnen rüber und werde Sie mal abhören. Ja, ich denke, die Wehen haben eingesetzt bei Ihnen. Wollen Sie immer noch zu Hause entbinden oder sollen wir lieber ins Krankenhaus fahren? Nein, ich bleibe lieber zu Hause. Okay, dann werden wir mal alles vorbereiten für die Geburt. Schaust du bitte, dass die Oma kommt und sich um Emily kümmert? Habe ich schon gemacht. Die Oma spielt unten mit der Emily. So. Dann kümmern Sie sich bitte noch um Ihre Frau und ich kläre das mal mit dem Krankenhaus. So, Fräulein Lieblich, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und ich kann Ihnen sagen, alles ist in bester Ordnung, mit der Kleinen und natürlich auch mit Ihnen. Oh, das freut mich sehr. Und falls irgendetwas ist, können Sie natürlich jederzeit anrufen. Und sonst sehen wir uns dann morgen. Ja, danke schön. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und auf Wiedersehen.
Oh, sie ist so süß. Ja, das stimmt. Soll ich dann schon mal nach unten gehen und die Omi und die Emily holen? Ja, ich glaube, das geht jetzt schon. Okay, dann komme ich gleich wieder. Ist gut. Ja, schau, da sind sie. Oh, Emily, schau, da ist deine kleine Schwester Olivia. Bibi. Willst du hoch? Ja. Ja? Ja, warte, ich tu dich hoch. Oh, die ist ja super süß. Bibi. Ja, sie ist sehr süß. Sie schaut aus wie du. Oh, Emily, pass auf, nicht, dass du runterfällst. Nein. Oh je, das fehlt dir noch. Ja, sie ist sicher aufgeregt wegen ihrer kleinen Schwester. Wahrscheinlich. Ich werde euch jetzt verlassen. Emily, gibst du der Oma noch ein Bussi? Ja. Schau, Omi, die hält dich so fest, die will dich nicht gehen lassen. Jo, wir hatten sehr viel Spaß. Oma. Gut, dann habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Danke, Mama. Tschüss. Oma. Tisch. So, für heute haben wir es wieder mal geschafft. Du hörst! Du bist der Pixenmacher! Aber wenn ihr nichts mehr was haben wollt, dann drückt da auf Blermin! Und einen Daumen nach oben könnt ihr auch lassen, gell?